herzlich willkommen bei The Expat Talk. Heute, ich bin Beatrice Rieben, Expat in Libanon, also genau genommen in Beirut. Bin seit 2 Jahren in Beirut. Ich war vorher früher mal in Sri Lanka, 4 Jahre von 2008 bis 2012 und ganz früher in Moskau und in Paris. Ich bin hier in Beirut mit meinem Mann und 2 Teenage-Söhnen und unser French Bulldog Stella. Jetzt aber zu meinem lieben Gast. Ich begrüße ganz herzlich Angie Willemse in Südafrika. Und jetzt bitte ich dich sehr gerne, dass du dich selber vorstellst, liebe Angie. Also hi, ich bin Angie und ich wohne seit 4 Jahren in Südafrika. Davor habe ich in Österreich gelebt und davor war ich in den USA. Also ich war immer Globetrotter. Ich kam dann nach Südafrika eigentlich für einen Kurs über Travel Writing und Travel Journalism, weil und meine Fotografie einfach verbessern, weil das einfach das ist, was ich immer schon so nebenbei gemacht habe. Und dann irgendwie bin ich hier kleben geblieben. Das war dann einfach, es fing an mit den Nashörnern fotografieren, dann wurden halt die Reservate ein bisschen aufmerksam auf mich und meine Freundin Claire, die mit mir das angefangen hat. Dann wurden wir schon gebucht, dass wir halt irgendwas den Kampagnen unterstützen und fotografieren und irgendwie haben wir dann angefangen, an einer Doku zu arbeiten, die jetzt fast beendet ist und hoffentlich nächstes Jahr auf Filmfestivals geht. Und da geht es eben um unsere Wildhüter, die wir hier haben, die ihr Leben eigentlich aufs Spiel setzen, Nashörner und Elefanten und so eigentlich alles, alle Wildtiere zu bewachen, weil wir haben eine immense Wildererkrise hier in Südafrika. Das kriegt man, ich weiß, dass immer wieder mal was erwähnt wird, aber so wirklich, glaube ich, wissen das noch nicht alle, was hier passiert. Und ja, so habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Ich habe ihn interviewt. So wie du mich heute interviewst, habe ich ihn für die Doku interviewt und war das schrecklichste Interview, das ich jemals gehalten habe, weil ich da ganz anders beschäftigt war, als jetzt Fragen zu stellen. Weil er eher so beschäftigt, ihn anzuschauen, was annehmen halt, ne? Ach so, habt ihr euch kennengelernt? Ja. Ach so, sehr schöne Geschichte. Toll. Ja, du, während des Arbeitens, wir haben auch gedacht, naja, jetzt waren wir halt mal in Kontakt, weil er hat es dann ganz, 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 ganz hinterrücks geschafft, dass er meine Telefonnummer kriegt, weil ich bin ja mit ihm auf Patrouille gewesen. Er meinte dann, ja, wenn irgendwas Spannendes ist, meldet er sich bei mir, ich soll ihm jetzt meine Telefonnummer geben. Habe ich natürlich auch gemacht, eh klar. Und dann, ich bin halt auch wieder nach Europa zurück und ich war dann noch im Filmen und so weiter und dann irgendwie, wir sind halt, ich könnte jetzt, da war dann mit einem neuen Team unterwegs, das er aufgebaut hat und meinte, ich könnte jetzt da filmen kommen, wenn ich Lust habe. Und ja, irgendwie jetzt sind wir verheiratet. Toll. Und bauen unser eigenes Ding auf, ja. Also er ist jetzt weg von dort und ja, wir arbeiten jetzt daran, dass wir unsere eigene Anti-Poaching-Einheit aufstellen. Und mühsam, aber... Dem Namen nach zu beurteilen, dein Mann ist aus Südafrika, stimmt das, Willemse? Ja, der ist halb Afrikaner und halb Englisch. Ja. Und es gibt ja auch zwei. Es gibt die Afrikaner und es gibt die Engländer. Und das ist halt, er ist eine Kombination von beiden hier. Okay. Wunderbar. Also alles sehr, sehr aufregend für uns als Städter, würde ich mal sagen. Ich war sehr begeistert, als du zugesagt hast, dieses Interview mit mir zu machen. Ich möchte dich jetzt fragen, also ursprünglich bist du Fotografin, habe ich das richtig verstanden? Ja. Also ich habe eigentlich alles möglich gemacht. Also ganz ursprünglich bin ich Hubschrauberpilotin, habe aber dann meinen Rücken verletzt und konnte dann also nicht mehr weiterfliegen. Habe dann am Boden viel gearbeitet und bin dann dadurch an meinen damaligen Chef, der jetzt mittlerweile einer meiner besten Freunde ist, geraten. Und mit dem habe ich eigentlich Events und solche Sachen gemacht in Österreich. Und das wurde dann halt auch irgendwie weltweit. Und jetzt kommt er immer her, weil wir immer Fotoshoots und so Sachen hier machen. Und, magst du Hallo sagen, Bell? Mein Hund möchte jetzt wissen, was da los ist. Ja, das ist gerade rumgelaufen, so, ne? Geht hier ab. Und dann kam ich halt, und er ist Fotograf, er ist eigentlich ausgebildeter Fotograf und er hat mir dann eigentlich Fotografieren beigebracht, was ja gut ist, wenn du es von einem Profi lernst. Und dann habe ich eben bei den Events ihm immer geholfen, auch Fotos zu machen für unsere Klienten. Und und ich hatte schon immer gerne fotografiert und das wurde halt dann immer mehr und mittlerweile mache ich das eigentlich so halbberuflich, sage ich mal, weil ich brauche das ja auch für unsere Doku, für unsere Non-Profit, ich brauche das generell und ja, mittlerweile bin ich nur am Wegknipsen. Wobei meine Kamera ist mir gerade so dankbar, die hat nämlich ziemlich viel Staub gefressen das letzte Mal. Oh yeah.
Das ist, ich, darauf möchte ich jetzt gerne zu sprechen kommen. Ich habe gesehen, du hast eben mit deinem Mann und diese Non-Profit-Organisation, die heißt bootsonthegrounds.com. Also ich werde die Adresse nachher noch einblenden für diejenigen Adressen von euch, die es interessiert. Ja. Bitte schaut unbedingt, es gibt wunderbare Bilder, wunderbare Filme dort drauf und ich bin ganz verzaubert von deiner Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Möchtest du uns etwas mehr über diese, über deine Passion, diese Tiere erzählen? Ja, also ich habe ja viel mit Nashörnern zu tun gehabt. Ich habe mittlerweile auch fünf verloren, die ich persönlich kenne, die wurden gewildert. Und die sind mit Pferden verwandt. Und wenn man sie lange beobachtet, sieht man schon so das Typische, was auch von Flusse wegrennen, wenn sie auf einmal Panik haben, dann die Ohrenhaltung auch. Sagt genau das Gleiche aus wie beim Pferd. Und die sind halt extrem kurzsichtig. Sehen eigentlich nichts, ja. Also die hören und die riechen extrem gut. Und manchmal kommen sie halt nah ran, weil sie eigentlich nichts sehen und dann sind sie irgendwie neugierig. Und das ist dann schon, dann hast du diesen Riesen neben dir. Aber die sind extrem neugierig und sie sind eigentlich freundlich. Also ich hatte jetzt noch nie ein Problem mit dem Nashorn. Also sie können natürlich auch, wenn sie erschreckt werden oder wenn man halt in ihr Territorium reinkommt, können sie dann schon auch schnell laufen und schnell attackieren. Aber wie gesagt, wir hatten es einfach noch nie. Also ich kenne das eigentlich gar nicht. Ich kenne es aber von anderen Geschichten. Und ja, und die Non-Profit ist eigentlich aus der Doku entstanden, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich die Doku und was mache ich dann? Kann ich eigentlich so niemandem mehr helfen, wenn die fertig ist? Und dann meinten Freunde von mir, ja, mach doch eine Non-Profit. Ist ganz leicht hier in Südafrika eigentlich. Der Papierkram ist nicht so schlimm. Du brauchst halt nur Direktoren. Das eine ist eben mein Mann und die andere Dame, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die macht als Anti-Poaching mit den Pferden, wo Gäste von überall, von international herkommen, zahlen halt ein bisschen günstiger jetzt als typisches Safari-Reiten, wohnen dann auf der Farm bei ihr. Wir haben dort Giraffen und alle möglichen Antilopen und alle möglichen ganz seltsamen Tiere, Buschbabys, Aardvark, das ist so ein Ameisenbär, Pangolin, also wir haben dort alles. Außer als Nashörner, das kommt jetzt aber noch dazu, weil sie ein paar Pferde auf eine Farm bringt, wo Nashörner sind, dass die Leute auch das eigentlich näher kennenlernen. Und ja, und dann macht man halt aktiv mit Zaunpatrouillen, man geht auch zu Fuß mal durch den Busch, man lernt halt über Spuren, was auf was schaue ich am Zaun oder welche Tiere sind hier gekreuzt und lauter so Sachen. Und man reitet zwei bis dreimal am Tag. Und manchmal auch den ganzen Tag, weil wir mehrere Farmen haben, wo wir durchreiten können und auch dort einfach präsent ein bisschen wundern, was geht denn da jetzt ab? Oh, da ist jetzt Bewegung, oje, oje. Das schreckt dann auch einfach ab. Also das ist jetzt die andere Direktorin noch bei uns. Und wir nutzen ihre Pferde auch des Öfteren. Und dann haben wir halt drei Projekte, die wir jetzt fix unterstützen. Das eine sind eben die Gorilla-Doctors in Ruanda. Das ist einfach positiv, weil da gibt es nur Positives zu berichten. Das andere sind die Hunde, die Bluthunde. Die werden hier eingesetzt im Krüger, um eben Wilderer zu erschnüffeln und eben auch zu jagen, muss man dazu sagen. Sind sehr, sehr erfolgreich. Wir sind jetzt mittlerweile ein Teil der Firma und werden jetzt auch mit dieser Firma unser eigenes Wildhüter-Team eben aufbauen, langsam aber sicher. Und ja, das andere, was wir noch unterstützen, wo wir jetzt die letzten 2 Wochen viel unterwegs waren, das sind Arzt und drei junge Männer, wobei er duft. Aber er macht schon seit 30 Jahren, ist er im Tierschutz, also im Wildtierschutz tätig, Animal Relocation und lauter so Sachen. Und die unterstützen wir, weil die kriegen vom Staat 60.000 Rand, sind glaube ich so an die 5.000 Euro fürs ganze Jahr. Das ist alles, was die haben. Also und die müssen aber, wir haben ein Gebiet, das ist so groß wie, puh, keine Ahnung, es ist riesig. Auf jeden Fall. Also sind laute, die haben 4 Farmen, auf die sie aufpassen müssen, extrem viele Nashörner. Also wir waren jetzt letzte Woche, haben wir wieder leider Gottes Hörner abgeschnitten, damit die Tiere sicher sind. Davor haben wir hier bei dem Reservat, das sie am Krüger haben, DNA-Proben abgenommen und wir unterstützen es halt. Die kriegen von uns die Mittel gestellt, die kriegen von uns ja, Benzin gezahlt, die kriegen von uns Uniformen, die kriegen von uns alles, was sie brauchen. Das ist eigentlich alles nicht teuer, aber für die ist es einfach teuer, weil sie das Geld nicht haben.
Und ja, und seitdem geht's auch. Also das Dehorning, das wurde jetzt von einem Hubschrauberpiloten gesponsert und von uns, und es wird jetzt nochmal gesponsert, aber wir sind nicht ganz fertig geworden, leider. Das heißt, in 2 bis 3 Wochen sind wir wieder dort und machen den Rest noch. Das wollte ich So nämlich gerade ist. fragen, wie ihr euch finanziert mit dem NGO, ob das schon so läuft, wie es sollte, oder das noch Verbesserungspotenzial gibt. Wir haben Glück, wir haben ein Schweizer, also schweizerisch-deutsches Ehepaar, das uns ein bisschen unterstützt. Die haben auch, muss ich sagen, diese Masken, die du auf dem einen Video siehst, für die Nashörner gesponsert, damit das halt ein bisschen. Davor haben wir irgendein Handtuch oder so geworfen, aber die Masken sitzen halt. Und dann ist der Stresslevel mal weg. Dass die das jetzt alles so live, okay. Dass die das halt so live mitkriegen, was da passiert. Dann haben die auch, also der Vater von ihr hat eine IT-Firma in der Schweiz, und dem hat es einfach gefallen, was wir machen. Der hat auch noch ein bisschen was gesponsert, wo wir sehr dankbar sind, weil da haben wir gleich mal den Jungs ein bisschen helfen können mit ein paar anderen Sachen auch. Und ja, wir haben einen Zoo Magdeburg, der da auch sehr mithilft. Aber das ist es. Also wir haben jetzt keine von dem Ganzen. Dazu ist es erstens zu wenig, zweitens halte ich da jetzt auch nicht so viel davon. Obwohl ich jetzt in Südafrika eigentlich nur mit der Non-Profit arbeiten darf als Ausländer, weil ich kein Arbeitsvisum bekomme. Das geht dann erst nach 5 Jahren, wenn ich nach 5 Jahren verheiratet bin. Aber wenigstens die Non-Profit kann ich offiziell leiten. Und mein Mann hat ja studiert jetzt ein Jahr und nebenbei als Wildhüter gearbeitet und hat jetzt eigentlich 6 Monate lang einen Fixjob gesucht, dass man wieder Vollzeit arbeiten kann, aber ja, falsche Hautfarbe. Das ist leider bei uns im Moment so. Und auch Freundchenwirtschaft ist hier auch ziemlich, hat sich ziemlich viel geändert von den 4 Jahren, von vor 4 Jahren, wie ich hergekommen bin, und jetzt. Also die Situation im Land ist halt jetzt auch nicht gerade so stabil. Aber wir haben dann gesagt, okay, dann machen wir es halt so wie alle anderen Südafrikaner auch. Wir fangen unser eigenes Ding an. Und da sind wir jetzt halt gerade dabei, Pitches zu schreiben, dass eben zumindest mal das Auto gesponsert wird, damit wir nicht immer mit unserem eigenen Auto fahren müssen. Und gerade wenn du Wildhütergeschichten machst, du schraubst ziemlich viele Kilometer aufs Auto. Und du möchtest halt Natürlich. jetzt nicht unbedingt dein Privatauto jetzt auch noch davon einsetzen. Vor allem haben wir die falsche Farbe dafür. Das ist so ein Grau-Silber, also es passt gar nicht. Das muss entweder weiß sein, dass du schön branden kannst, oder eben dieses Beige, was Sunparks verwendet. Also Krüger hat beige Autos, wo auf der anderen Seite ist eigentlich egal. Aber du willst einfach nicht so viel Schnickschnack da drin haben. Und das muss eigentlich, bei uns funktioniert Toyota am besten, weil eben die Teile, man muss halt immer daran denken, dass die Ersatzteile und Service günstig ist. Am günstigsten von allen Automarken hier. Und es hält auch im Busch am meisten aus, muss man es mal so sagen. Ich habe schon mal einen Ford mal gefahren für lang. Der war echt super, aber da ist halt das Problem, dass das Service extrem teuer ist. Und deshalb schreiben wir halt so einen Pitch, und der wird halt dann ausgeschickt an unsere Sponsoren und eben auch an andere, die gemeint haben, na, sie wüssten da vielleicht wen, weil wenn du eine große Firma hast, die einfach gewillt ist, Ranger-Kosten im Monat, und wir versuchen halt auch fair zu sein, dann ist natürlich, haben wir schon gesagt, ja, dann wird halt das Auto vollgeklebt, das ist ja egal. Aber dann rennt es auch. Und so werden eigentlich alle Anti-Poaching-Units finanziert. Das kann sich einfach keiner leisten. Wenn du wirklich gute Leute haben willst, du kannst es dich, du kriegst das, was du zahlst. Wenn du jetzt natürlich nur 150 Euro zahlst, dann kriegst du auch genau das. Und wenn du ein bisschen mehr zahlst und denen aber auch wirklich ein bisschen was gibst dafür, deinen Rangern, dann kriegst du auch viel mehr von denen zurück. Und dann entwickeln sie auch eine Liebe zu dem Ganzen, dass man sagt, okay, sie wollen die Tiere schützen und sie haben eigentlich eine Liebe dazu. Und es ist immer gut, wenn du ein gemixtes Team hast. Klar. Also. Und Angie, sag doch mal etwas über deine Art, wie ihr wohnt. Erzähl doch mal Soll ich was, dir wie ihr zeigen? euch habt. Ja, Was? bitte. Das Wenn man noch ein Nashorn sieht, ist unser Bungalow. sehr schön. Das Nashorn, warte mal, nein, das Nashorn ist leider nicht hinter. sehr Ich habe ein schade. Stoffnashorn, den kann ich rausnehmen. Ja, das ist hier bei uns. Also wir wohnen in Palabora, das ist so ein kleines Städtchen direkt am Krüger. Und das ist unser Bungalow, ist eigentlich das Poolhaus. Und da hinten ist das Pool hinterm Zaun, da, und mein Sehr Hund, schön. der rennt da jetzt auch gerade irgendwo rum. Und dann dahinter wohnen die Eltern, die Schwiegereltern, weil das ganz praktisch ist, erstens mit unserem Hund, weil hier kannst du leider Gottes die Hunde nicht überall mitnehmen, was ja auch extrem nervig ist. Und unsere ist noch ziemlich jung, das heißt, sie braucht noch das Training, und die ist halt noch,
überall und muss ihre Nase überall reinstecken. Und weil natürlich ja mein Computer, meine Kamera, und es ist ja alles da. Und es wird halt dann auch immer, die sind halt dann immer da. Und dann weißt du einfach, das ist sicher und du brauchst jetzt keine Sorgen machen. Ja. Wir sind auch nicht oft hier, muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Also wir sind viel unterwegs. Klar. Daher ist es ganz praktisch. Und euer Hund ist jetzt auch ein Lothund, der im Training ist? Nee, das ist ein Elf. Warte, ich rufe sie mal. Die kommt sicher mal hierher. Elf. Ah, da kommt sie schon. Das ist Elf. Kamera ist gerade eingefroren. Elf. Ah, da kommt sie schon. Das ist Elf. Ja. Also eigentlich ist es nicht. Ja, sie ist ganz auch. Hier. Abgesehen. So, jetzt ist sie wieder dahin. Ja, nee, sie ist ein Malinois, belgischer Schäfer. Und dann siehst du bei in Deutschland die Polizei oder in Amerika, die haben die viel. Also ja, das ist unser Hundsviech. Also sie ist halt immer noch, sie will noch nicht erwachsen werden. Sie ist jetzt ein Jahr alt ungefähr. Und ja, sie will noch nicht erwachsen werden. Sie hat noch keine Lust zum Arbeiten. Und wir lassen sie. Die muss halt im Kopf auch erwachsen werden. Das dauert bei Malinois ein bisschen länger. Ja, natürlich. Im Moment patrouilliert sie den Garten, weil mein Mann ist drüben im anderen Haus und das mag sie überhaupt nicht, wenn der eine da ist und der andere da ist. Da muss sie dann immer herumlaufen und patrouillieren und immer sicher sein, dass, jetzt bringt sie mir Spielzeug, da muss sie immer sicher sein, dass das eh alles passt. Natürlich, verstehe ich. Und sag mal, Angie, was ist denn das Schönste, was gefällt dir am besten an deinem Leben in Afrika? Frage. Das haben wir letztens mit unserem Guide da besprochen. Also wir sind alle der Meinung, sind glaube ich alle, die jetzt nicht von Südafrika sind, sind jetzt der Meinung einfach im Vergleich zu Europa, du bist einfach freier, du hast halt hier mehr Freiheiten, es ist nicht alles so erdrückend, wobei die Problematik hier eine ganz andere ist und man muss auch dazu sagen, dass mit unserer Hautfarbe ist es nicht leicht, das ist leider so und da ist einfach extrem viel Rassismus und Hass auf beiden Seiten und das ist das Traurige an Südafrika. Und das ist aber auch das alles eigentlich viel lockerer und oft auch viel entspannter. Und wir kommen dann auch viel besser klar mit der anderen Seite und haben da auch nicht so die Probleme, weil es doch relativ festgefahren ist. Und du merkst es auch bei den Farmen und beim Wildern und so. Und ich finde das einfach, also was wir auch unbedingt machen wollen, speziell unten am Meer, wenn wir die Einheit haben, dort ist auch extrem viel am Wild, es ist auch am Kap extrem viel Meerestiere werden gewildert. Bist weg. Tiere werden gewildert. Communities, die um dich herum sind, irgendwo involviert. Hörst du mich? Hörst du mich jetzt wieder? Jetzt wieder, ja. Okay. Also du musst die Communities involvieren. Das heißt, du musst die armen Schwarzen, die auch wirklich hier so in ihren Shacks herum, hier bei uns um die ganzen Farmen herum wohnen, involvieren und ihnen das Gefühl geben, die haben auch was zu sagen oder die sind auch wichtig. Und du musst ihnen auch irgendwie bei uns irgendwie vermitteln, ein Tier kann spüren, ein Tier ist genauso wichtig, ein Tier gibt euch einen Job eigentlich in den ganzen Lodgen, weil die Touristen hierher kommen, um die wilden Tiere zu sehen. Und es bringt nichts, wenn ihr die alle jetzt wildert, weil dann ist hier eigentlich hier nichts mehr und dann haben wir alle ein Problem. Wo ich in Kenia gesehen habe, was wirklich funktioniert, ist Schmuck. Die sind unheimlich talentiert, Schmuck zu machen. Also das schafft unser Eins gar nicht. Die sind unheimlich talentiert, auch ihre Kultur näher zu bringen oder rüber zu bringen. Das ist total interessant, wie die das oft machen. Kleine Snack-Shacks zum Beispiel, solche Sachen. Und das ist hier in Südafrika, sind die noch ein bisschen hinterher mit dem Ganzen. Also da wird dieses ganze Involvement noch nicht so propagiert. Was sie gut machen, ist mit den Kids. Also den Kids jetzt, da gibt es eine Community, neben der Farm, wo die Pferde sind, ist... Die Kinder kommen eine Woche auf die Nebenfarm, die bleiben dort. Wir überlegen uns auch, dass sie mal rüberkommen zu uns und die Pferde sehen und so. Und die lernen über Wildtiere. Da gibt es ein kleines Wildtier-Waisenhaus, einfach wo halt verletzte Tiere hingebracht worden sind oder Tiere, die einfach nicht mehr freigelassen werden können. Aber sie lassen auch manchmal Tiere frei, wenn zufällig sowas kommt. Und dann dürfen auch die Kids dabei sein und sich das mal anschauen, die Freude auch daran haben. Hey, wir haben das jetzt eigentlich da eine Woche lang aufgezogen und jetzt können wir es freilassen.
Und jetzt ist es so, dass die Dame, die das schmeißt, eine Französin, gesagt hat, also das schon so weit ist, dass die Kids sie anrufen, wenn sie irgendein Tier finden, das Tier jetzt nicht umbringen, erschlagen oder sonst was, sondern das ist zum Beispiel ins Waisenhaus dann bringen quasi. Oder auch sagen, hey, wir haben da eine Katze gefunden oder wir haben da einen Esel, der ist blind und die wollen ihn umbringen, wollt ihr den nicht haben? Dann holen die halt den Esel. Der Esel läuft da jetzt herum und ist ganz glücklich. Also das, man sieht schon, es gibt Fortschritte. Es gibt doch immer einen Schritt zurück, aber es gibt doch immer einen Schritt nach vor. Also sie hat auch einen, der jetzt mittlerweile ein Guide ist in Sabi Sands. Das ist eine 5-Star. Also das ist richtig, richtig gehobene Klasse. Das heißt, der muss richtig gut sein. Und der ist durch das ganze Programm bei ihr durch. Also es gibt auch diese schönen Geschichten. Und ich denke mir, wenn wir da mehr Geduld hätten, alle miteinander, dann wäre das wahrscheinlich auch machbar. Die großen Communities, wo halt die Wilderer daheim sind, da geht gar nichts mehr. Das ist schon zu spät. Also da, die sehen nur die Kohle und wollen auch nur die Kohle. Das ist einfach ein Mindset, das sie haben. Aber bei den Kids am Cup machen die extrem viel Surfer-Geschichten. Da hast du jetzt schwarze Surflehrer. Das ist total cool. Und die wissen, worüber sie reden. Die haben von klein auf angefangen, haben sich da hochgearbeitet und machen das jetzt. Also das dann bei den Erwachsenen. Aber die Kinder. Und da sind wir jetzt halt auch dran. Da wollen wir dann auch unbedingt was machen. Weil es einfach in unseren Augen doch irgendwo was bringen könnte für die Zukunft. Und es funktioniert. Ich habe es in Kenia gesehen. Es geht. Aber man muss halt auch schauen, welche Gemeinde da hat jetzt das Interesse und welche eben nicht. Und was mich halt noch dünkt, ist mit diesen ganzen wilderen Geschichten, also hier in Europa, also ich bin jetzt nicht gerade in Europa, aber fast, was man hört, ist halt schon, wir brauchen ja auch eine Zielgruppe, eine Nachfrage, und die Nachfrage, die kommt ja anscheinend aus Amerika, wilde Tiere zu jagen, oder aus Russland, oder aus China, oder sonst wo. Also, ja, das ist die Trophäenjagd, aber die ist legal, die ist bei uns legal, also kannst jederzeit... Okay. Du musst halt nur zahlen. Okay. Und es ist aber auch so, dass da auch ziemlich viel Schindluder getrieben wird. Aber es ist eigentlich eine kontrollierte Geschichte. Also so quasi, wenn das Geld stimmt, dann ist das eher in Ordnung, als wenn man sie einfach so umbringt, die Tiere. Du hast Farmen, die spezialisiert sind. Kannst du das nochmal sagen? Entschuldigung. Antilopenarten. Dieses Mindset haben sie geschafft, zwei Antilopenarten, die wirklich am Aussterben waren, wieder zurückgebracht haben. Fleisch, alles. Von Elefanten, also von dem Big Five, was ja der Traum eines jeden Trophäenjägers ist, halte ich jetzt nicht viel. Also Büffel, ja, das ist im Endeffekt eine Kuh, aber trotzdem halte ich da jetzt nicht viel davon. Elefanten, Nashörner sowieso nicht. Ich meine, das ist sinnlos. Warum muss ich jetzt einen Elefanten oder Nashorn erschießen? Das verstehe ich sowieso nicht ganz. Ja, ich meine, viele hier auf den Farmen essen Antilopenfleisch, weil die, ja, weil die keine Lust auf Kuh oder Schaf oder sonst irgendwas haben. Und du musst, leider Gottes, in Südafrika, da haben wir und du hast halt, wir haben jetzt hier eine Trockenheit jetzt schon seit 3 Jahren. Das heißt, viele der Tiere werden gefüttert, aber zum Beispiel die Impala-Antilope vermehrt sich wie Karnickel. Und du kannst da auch nichts machen. Elefanten, denen kannst du die Pille geben. Das ist kein Problem. Nashörner haben so eine schlechte Vermehrungszeit, dass da bist du froh, wenn mal eins ein Baby hat. Aber diese die waren 10 und auf einmal 25 und du weißt nicht, wie das in den letzten Monaten passiert ist. Und da musst du dann wirklich gezielt einfach abschießen, leider. Das ist dann auch die anderen, die Gras fressen an. Und das ist natürlich, ja, und das ist halt Landmanagement. Und das muss einfach sein. Nur da sehe ich persönlich jetzt kein Problem, weil es ist weder eine Massentierhaltung noch sonst irgendwas und den Tieren geht es ja gut. Die kriegen das auch gar nicht so mit, wenn es ist ein Schuss und sie kippen um und das war's. Und du hast das Fleisch in der Lodge, du gibst es auch oft an die Community ab. Oder du kannst, hast halt eine Antilope im Kühlfach für ein ganzes Jahr. Brauchst du kein Fleisch hier in Südafrika. Es gibt zwar welche, die alten Bauern, die lieben ihr Fleisch, aber die Jüngeren, also nicht so.
Wobei natürlich das Grillen gehört jetzt immer noch dazu. Ja, aber das Vegane ist halt bei uns, also wo ich jetzt wohne, ich war ja lang Vegetarier, aber wo ich jetzt wohne, hast du wirklich ein Problem. Es gibt keine veganen Lebensmittel hier. Und das Gemüse und das Obst, das wir hier oben am Krüger kriegen, ist absolut scheiße. Also das schmeckt überhaupt nicht. Das ist nämlich nicht frisch, das ist die Second-Ware. Der Rest geht ans Kap oder wird dann auch exportiert nach Europa. Hält auch nicht besonders lange. Das heißt, du kannst jetzt nicht großartig einkaufen für 2 Wochen und es im Kühlschrank lassen. Das geht nicht. Und so veganes Zeug, das, also mir persönlich ist es zu teuer. Ich kann mir das nicht leisten. Mit dem bisschen Geld, was, von dem wir leben, wir können uns das nicht leisten. Da kostet ein einziges, weil ich selber schon mit Glutenproblematik habe, da muss ich da schon schauen. Aber so vegane, die ist bei uns nicht. Und wenn, dann gibt es so ganz wenige zum Raus. Das kostet teilweise 300 Rand. Und wenn du halt nur 5.000, 6.000 Rand verdienst und deine gesunden Versicherung allein schon 3.000 Rand kostet, dann überlegst du lieber selber kochst und jetzt halt nicht nur super vegan ohne. Was wir schauen, ist halt Palmöl. Palmöl, das wenig Palmöl bis gar kein Palmöl hat, was hier in Südafrika extrem schwierig ist. Und eben auch, aus welcher Haltung zum Beispiel Eier kommen. Ich zum Beispiel esse überhaupt kein Rind, kein Schwein. Interessiert mich nicht. Und ja, und dann schauen wir halt Milch. Wir haben Gott sei Dank auch Sojamilch und Mandelmilch und solche Sachen. Das kommt dann auch schon bei uns ins Haus. Und ansonsten schwierig. Also all dieses andere vegane Zeugs können wir uns nicht leisten. Gibt es auch gar nicht so wirklich. Also so wie in Europa. Nein. Und was man hier schauen muss, ist einfach Plastik und wirklich die richtig großen Probleme. Also es ist wie gesagt Plastik und das Ganze, das ist das, was hier echt problematisch ist. Du hast 3 Sachen und kriegst 3 Plastiktüten. Also das ist echt das irre. Und wir haben da jetzt unsere eigenen, ja, habt ihr das auch, oder? Ich habe gehört, mit Kenia kannst du ja gar nichts reinnehmen. Und ist das in dem Fall mit Südafrika noch überhaupt nicht so? Nein, in Ruanda und in Kenia ist es jetzt so. In Ruanda, wenn du am Flughafen, nehmen dir alles, was Plastik ist, weg. Ja. Und das Land ist auch sauber. Das ist extrem sauber. Und das funktioniert auch. Da ist echt wenig bis gar kein Plastik mehr. Kenia hat erst dieses Jahr angefangen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass halt viele Sachen nicht mehr verkauft werden und auch nicht mehr in Plastik eingewickelt sind. Südafrika, Saalgefällt. Wir waren jetzt im Rocker Mamas und ich muss jetzt auch ein bisschen Werbung machen. Die haben nämlich keine Plastikstrohhalme mehr. Die haben jetzt Papierstrohhalme. Das ist so eine Restaurantkette. Haben sie nicht mehr. Du kannst auch bei uns so Bambus-Strohhalme am Kap stellen. Und die kannst du dann überall mitnehmen. Das sind halt, die kannst du immer wieder verwenden. Und das möchte ich dann auch mal machen, wenn wir dann mal länger zu Hause sind. Weil sonst klappt das mit dem Kurierservice wieder nicht. Aber da möchte ich mal schauen. Ich möchte mir die zuerst mal anschauen, wie die von der Qualität her sind. Aber das ist super. Das nimmst du dann einfach mit. Du brauchst keinen Strohhalm mehr. Also da merkst du schon, dass so ein bisschen Umdenken in gewissen Restaurantketten oder die meisten überhaupt kein Plastik. Also da, wenn du im Busch herumläufst, Ja, also du merkst schon, es ist halt Umdenken da, aber in den Townships, die checken das noch nicht ganz, die verstehen das nicht. Und erzähl doch mal etwas über so ein bisschen die mühsamen Dinge. Wir haben aber das ist natürlich jetzt auch das Problem, dass hier in Südafrika die Ausbildung... Sorry, dass die... Oder die mühsamen Dinge, weil du warst jetzt kurz weg. Genau, die mühsamen Dinge in Afrika, genau. Die Mühen gefragt. Africa Time. Also in Südafrika gibt es ungefähr so 30, ich muss mir überlegen, just now. Es ist dann ungefähr so wie, ja, entweder morgen, übermorgen oder gar nicht. Also da kriege ich dann, muss ich schon mal lachen, wenn wer sagt, ja, ich mache das just now. Und ich, ich erinnere dich in 2 Stunden wieder dran. Genau. Es ist halt halt schon, du wirst zwar entspannter, aber wenn du halt wirklich willst, wir haben jetzt 8 Monate auch, du musst einfach, wenn du willst, dass was sich bewegt, musst du dahinter bleiben. Das ist einfach die Mentalität. Und wir haben jetzt echt, glaube ich, 8 Monate auf 2 Hemden gewartet, die er gebraucht hat, weil für uns, für die Non-Profit.
8 Monate. Und jetzt sind, da ist, die haben es nicht fertig gebracht, diese Hemden zu uns zu schicken. Zuerst waren es mir die falschen Größen und keine Ahnung. Und ja, die haben es in den letzten 2 Monaten geschafft, es zu uns zu schicken. Nein. Und weil wir eben in Johannesburg waren, erst vor kurzem, sind wir halt dann dort vorbei und haben gesagt, ja, was ist jetzt? Wie schaut es jetzt mit den Hemden aus? Wir hätten sie eigentlich jetzt ganz gern nach 8 Monaten. Und das sind halt so Sachen, also ja. Das, und dann halt bei uns hier oben, ja, und du musst halt immer dahinter sein. Und das ist halt manchmal schon mühsam. Und ja, und bei uns die Supermärkte halt, die sind halt oft leer. Gehst du rein, sind die Regale leer und denkst dir, Milch? Nein. Sitzt du dann? Brot? Ja, also da ist das Management einfach nicht. Die sind einfach... Und es sind aber Familien hier aus der Stadt selber, die das schon seit Jahrzehnten haben. Und ich weiß nicht, also die, glaube ich, die haben einfach keine Lust mehr. Oder es ist der Sprit teurer geworden. Jetzt glaube ich, dass die halt einfach versuchen, so viel Order wie möglich auf einmal zu machen, dass sie nicht immer Sprit zahlen müssen. Und da nimmst du halt in Kauf, dass halt dann die Regale teilweise leer sind. Es ist halt schon, manchmal denkst du dir, aber... Das sind wirklich so erste Weltprobleme in Wirklichkeit. Ja, das ist nicht so tragisch. Das Gute überwiegt und du bist anscheinend genügend flexibel, dass du gut damit umgehen kannst, denke ich mir. Ja. Das Einzige, was oft anstrengend ist, ist dieser Rassismus und dieser Hass. Also da könnte ich manchmal echt ausflippen und wirklich mal beide Seiten nehmen und die Köpfe einschlagen, weil es ist echt mühsam und das ist in Südafrika extrem. Und ich finde, da müssen wir wirklich alle dran arbeiten. Und es hilft auch nicht, wenn die Regierung da jetzt, weil nächstes Jahr Wahlen sind, da jetzt eben versucht, für eine Seite gut dazustehen, weil das einfach das Ganze noch mehr auflodert. Und ich denke mir aber auch, du, auf der einen Seite will der liebe Herr Präsident jetzt Touristen haben, auf der anderen Seite kommt das jetzt, aber es kommt mittlerweile auch in die. Das ist einfach nicht gut. Und ich finde, das Land hat hier so viel zu bieten und es ist so schade, dass man es kaputt machen muss, nur wegen ein paar Wahlzetteln. Und ich hoffe halt, dass die das irgendwann mal realisieren und wir hier bemühen uns alle. Also wir warnen Touristen schon, wir schauen, dass wir vorher schon wissen, wo Streiks sind und sowas, dass die das auch gar nicht sehen. Auch das brauchen die gar nicht so wissen. Die sind hier, um Urlaub zu machen, die müssen sich den ganzen anderen Scheiß nicht antun. So sehe ich das. Also wenn uns wer besuchen kommt mit den Pferden, die werden am Flughafen abgeholt, dann fahren wir in Krüger und leider Gottes letztes Mal waren Riesenstreiks und die haben den ganzen Berg angezündet und so weiter. Das haben halt unsere Gäste mitbekommen. Aber wir haben dann das Glück gehabt, dass ich einfach am Krüger wieder angerufen habe und gesagt habe, du, wir kommen um 8 am Abend wieder in Krüger retour, weil das ist alles blockiert hier. Die haben auch das Gate aufgemacht, waren Freunde von uns, die Ranger dort sind und hat gepasst. Also unsere Gäste haben dann eher so die Gastfreundlichkeiten, die Hilfsbereitschaft mehr im Kopf gehabt, als das, was sie sonst gesehen haben. Und das war gut und das will ich auch niemandem antun. Es muss auch, das ist einfach etwas, das muss keiner sehen. Und wer sich fürs Wildern interessiert oder für das, was halt hier passiert, das ist eben, was du vorher gesagt hast, das eine ist halt Trophäenjäger und das andere sind Wilderer. Und da geht es zum Beispiel, wird ein Nashorn umgebracht, das Horn. Und das geht an den asiatischen Markt. Kostet 70.000 bis 90.000 Dollar per Kilogramm jetzt mittlerweile und ist die teuerste Commodity der Welt. Ist teurer als Gold, ist teurer als Diamanten, ja. Der Mensch ist sehr destruktiv. Und die Asiaten nehmen das jetzt halt her als Vermietung und ihr Symbol. Ihnen das Nashorn. Und Elfenbein ist halt nach wie vor leider. Und wenn halt auch die Länder von draußen jetzt nichts tun und mal Druck machen auch und auch mal selber aufhören, Elfenbein zu erlauben und generell auch mal an den Grenzen, viel geht ja durch Europa, weil die so lax sind bei uns an den Flughäfen. Die schauen auf diese ganzen Tierprodukte, illegalen Tierprodukte gar nicht. Eine Freundin von mir arbeitet in Schweden an der Grenze und sie sagt, also der ganze Schmarrn, der bei denen da durchgeht, nur allein Pangolin zum Beispiel, das ist der kleine Ameisen, so ein Ameisenbär, schaut ein bisschen aus wie ein Armadillo, wenn man sich das so vorstellen kann. Ich glaube, jede Woche. Und die kommen halt alle, es ist das meistgewildete Tier in Afrika, kennt fast kein Mensch. Aber wird halt nichts kontrolliert. Und solange halt jetzt nicht die Welt sagt, okay, wir schauen jetzt auch, dass wir hier mal was unternehmen, können wir hier kämpfen, so viel wir wollen, aber aufhören tut's nicht. Das ist halt das Traurige. Und und es gibt halt Gäste, die wollen so ein bisschen einen Einblick haben. Und das ist auch toll, weil die helfen uns auch damit. Die helfen, wenn sie herkommen, die helfen, wenn sie ihr Urlaub machen und dann zum Beispiel mit den Pferden zwar auf Safari gehen, aber eigentlich die Zäune abreiten und das macht denen auch Spaß. Die haben einfach das Gefühl, sie haben was getan.
war nur ein bisschen was, aber sie haben was getan. Und das freut uns auch. Und Krüger, wie gesagt, ist immer eine Nacht wert oder zwei Tage wert. Wir fahren dann meistens mit, wir sind genau neben Krüger. Also das eine Gate ist 10 Minuten von mir. Und die haben, man, die Tiere dann wirklich zu sehen, das ist halt schon toll. Und ich denke mal, das ist halt das Traurige, weil es ist halt Afrika und Afrika wird immer so sein. Und ich denke mal, man muss halt damit im Klaren sich ins Klare kommen und einfach die Situation beobachten. Aber es gibt ganz viele tolle Menschen hier, die wirklich zusammenarbeiten. Es gibt dann auch wieder welche, die halt selber Held sein wollen und halt mit keinem arbeiten. Aber das ist uns eigentlich egal. Das sollen sie, wenn sie meinen. Wenn Facebook-Likes wichtiger sind, ist es okay. Aber es gibt tolle Leute und ich bin froh, dass wir die gefunden haben und mit denen eben auch viel, viel machen können und wirklich auch zu Bett gehen und sagen, weil wir machen unseren Teil. Das ist halt das Schöne. Ja. Und sag mal, wenn ich jetzt so einen Aufenthalt bei euch machen möchte mit dem Pferd. Das ist das, was uns hier einfach Spaß macht, dass wir einfach das Privileg haben. Wenn du? Wenn ich war jetzt ganz abgebrochen. Ja, wir sind ein bisschen verschoben zwischendurch. Mach nicht, das ist die, das ist ich, du unser Afrika-Time Internet. Ja. Wenn ich jetzt so eine Reise machen möchte bei euch, was muss ich da tun? Also so mit dem Pferd, mit den Pferden? Wo muss ich mich da melden und was muss ich können? Was muss ich mitbringen? Du musst halt reiten können, du musst halt sattelfest sein. Und es gibt 2 Trailrides, die sie ab und an machen, wo du halt über 3 Farmen reitest. Also du musst schon sattelfest sein. Wenn wir unsere Anti-Poaching-Unit da mal haben, dann ist es egal, dann kann man sich auch aussuchen, was man macht. Dann kann man mit den Pferden was tun, man kann reiten gehen oder man kann auch mit Ucht, es geht gar nichts, weil das einfach zu gefährlich ist. Aber untertags Zaunpatrouille machen, zu Fuß patrouillieren, wirklich mal durch den Busch gehen und lernen und wirklich mal lernen, auf was man da achtet. Du siehst so viel, wenn du durch den Busch gehst. Vom kleinsten Chamäleon bis zu den genialsten Fußspuren. Du kannst den Leuten so viel beibringen. Die sind auch einfach begeistert. Du kannst auch mal im Busch übernachten. Das machen wir mit den Pferden. Also übernachten wir tatsächlich im Busch in einem netten Camp. Man kann auch das Ganze abgehen zu Fuß. Wir machen auch Ausfahrten in der Nacht, wir machen Sundowners, das gehört einfach zu Afrika dazu. Und Krüger eben. Also wir machen Krüger und wenn dann die Nashörner dazukommen auf der anderen Farm, da wird dann nicht so viel galoppiert. Da denke ich mal, da können auch welche, die ein bisschen langsamer sind oder vielleicht noch nicht so die Pferdeerfahrung haben, auch mitreiten. Okay. Und wo wohne ich dann? Hat extrem viel Antilopen. Bitte? Wo wohne ich da? Wohne ich da bei euch oder auf einer Farm oder in einem Ja, du wohnst. Du wohnst auf dem Reservat. Entweder wir haben eine Lodge dort, die total schön ist, oder eben du wohnst in einem der Gästezimmer im Farmhaus. Was total cool ist, weil in der Nacht hörst du Hyänen schreien. Ich habe schon die Löwen brüllen gehört. Das war dann nicht so lustig, weil wir gedacht haben, die stehen bei uns auf der Farm und sind ausgebrochen vom Big Five nebenan. Aber die waren einfach nur im Zaun und das hat halt gerade so getragen. Und du hörst den, also wir haben einen Leoparden da und den hörst du die ganze Zeit rufen. Ganz ein komisches Geräusch, da muss man das Ohr drauf trainieren. Wir hatten Civets, das bei uns ums Haus geschlichen ist, also in der Nacht tut sich da immer einiges da draußen. Das ist ganz interessant und da hört man mal so richtig die Buschgeräusche. Das ist dann schon gut. Und dann gibt es ja auch die Pferdesafari, wenn man wirklich gut reiten kann, dann auch nachher auch reifen solche Geschichten. Das ist dann wieder ein bisschen anders. Und kann ich mich da melden auf deiner Website, auf bootsonthegrounds.com oder gibt es eine andere Website? Ja. Ja? Nein, das ist genau da drauf, unter Join Us in the Wild. Da stehen alle Programme, die wir unterstützen, wo wir auch mitarbeiten, drauf, inklusive Preise. Sehr gut, dann posten. Weil da ist dann alles dabei. Also brauchst dich um gar nichts kümmern, außer um den Alkohol. Den Alkohol, weil da gibt es welche, die würden dich abend trinken am Abend. Aber da haben wir ganz günstig super Wein und
Sachen hier, die kaufen wir dann meistens ein, wenn wir die Leute abholen. Und ansonsten bist du komplett versorgt, rundum versorgt. Und das Essen ist viel zu viel, weil ich jedes Mal, wenn ich dort auf der Farm länger bin, wenn wir ganz speziell Gäste haben, die auch gerne noch mehr ins Anti-Poaching reinschauen, ich komme immer mit 10, ich sage immer, ich fühle mich wie mit 10 Kilogramm zu viel, aber du nimmst dazu. Das ist so gutes Essen. Also die Köchin, die haben, ist der Hammer. Und wir machen auch vegetarisches Food, aber kein Essen, aber kein veganes Essen. Das geht einfach nicht. Können wir nicht. Also da. Und auch unsere Köche sind nicht ausgebildet. Also unsere Chefs, die sind richtig gut, aber die sind für sowas, also die haben da keinen Verständnis für sowas, die verstehen das nicht. Du müsstest die richtig ausbilden, dass sie das, die vegane Kost verstehen. Vegetarisch ist kein Problem. Das klappt. Okay. Das verstehen die auch. Wunderbar. Ja. Also super. Ja. Also wir wissen schon sehr, sehr viel über dein Leben. Ich denke, wir könnten dir noch stundenlang zuhören, aber ich denke, ja. Ich poste dann einfach mal deine Adresse. Einfach Videos anschauen. Das hat sie. Ja. Genau. Und Videos anschauen, da gibt es genug. Da können Sie sich dann alle den Safari-Kick holen. Genau, da werden wir alle neidisch und kommen ins Träumen. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und unsere Gruppe und wünsche dir alles Gute, ja, danke schön, in Südafrika und freue mich, weiter von dir zu hören. Mach's ganz gut. Ja, lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und du auch. Tschüss. Und ich freue mich auf andere Geschichten. Also ich bin schon ganz gespannt. Super. Vielen Dank. Tschüss, Angie. Ciao.